Pschu, Leute, was geht? Willkommen ins Kanal auf YouTube! Und ja, Leute, es ist soweit. Was heißt, es ist soweit? Heute mache ich mal eine Überraschung für meinen kleinen Bruder John Wick. Und zwar kriegt er sein eigenes Gaming-Zimmer. Aber was heißt Gaming-Zimmer? Zimmer? Das Gaming-Zimmer ist eigentlich nebenan. Ihr kennt das alle. Aber ich wollte John auch mal die Möglichkeit geben, in sein eigenes Zimmer zu zocken. Er hat hier gerade so einen Willow-PC stehen. Sein Zimmer ist gerade nicht das Schönste. Und den juckt es auch nicht, weil er immer in mein Zimmer chillt. Und wir werden jetzt sein Zimmer verschönern, aber vorher pranken wir ihn ein bisschen, indem wir seinen Monitor und sowas wegnehmen. Wir werden ihn so ein bisschen hops nehmen. Aber bevor das Video beginnt, hat der liebe John noch eine Nachricht für euch. Ihr kennt wahrscheinlich meinen Partner Lootboy. Die haben sich was richtig cooles zum neuen Fußball-Update in Fortnite überlegt. Und zwar könnt ihr unter anderem kostenlos an den Anpfiff-Set und an den Pili-Luftsprung rankommen. In Lootboy könnt ihr kostenlos mit Diamanten Packs öffnen, wo ihr unter anderem 13.000 von V-Bucks ziehen könnt. Coole Skins und jetzt noch das Anpfiff-Set oder den Pili-Luftsprung. Ist doch eine coole Sache, oder? Lootboy kann sich jeder kostenlos herunterladen auf iOS, Android, PC, App Gallery mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Für die neuen Zuschauer unter euch, in Lootboy könnt ihr ganz einfach Lootcoins sammeln, indem ihr euch die Comics einfach durchliest. Damit könnt ihr euch natürlich hier die Lootpacks öffnen, wo ihr auch Diamanten ziehen könnt. Und mit dem Diamanten-Feature könnt ihr natürlich für 99 Cent die Packs kostenlos öffnen. Da ich diesmal keine Zeit hatte, Diamanten zu farmen, öffnen wir jetzt einfach 10 Packs mit Echtgeld. Wie gesagt, Leute, in den Packs können coole Skins oder V-Bucks drin sein, deswegen öffnen wir die jetzt und let's go. Oh, oh mein Gott, 2800 V-Bucks, let's go! Leute, wenn ihr diese Packs öffnet, ist in jedem Pack mindestens eine Goldcard drin. Und dort, das sind immer hier diese PC-Games und die sind meistens immer auch mehr wert als 1 Euro. Und zudem, wenn ihr 10 Packs auf einmal öffnet, kriegt ihr auch hier dieses Goldwash-Paket, was wir jetzt einfach direkt öffnen werden. Okay, wir haben hier dieses PC-Ode gezogen. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist auf jeden Fall auch eine Goldcard. Checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab und mit dem Code PLE21 gönnt euch Lootboy nochmal 5 Diamanten und 2000 Lootcoins. Den könnt ihr ganz einfach unter den Einstellungen mit dem Code einlösen eingeben. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Ich hoffe, ihr habt die Nachricht aufgenommen und löst natürlich die ganzen Sachen ein, die ihr kostenlos dadurch kriegen könnt. Und ich würde mal sagen, wir zeigen euch jetzt einmal Johns Zimmer, wie es vorher aussieht, was wir damit vorhaben. Und let's go! Ihr seht, nicht jeder YouTuber lebt ein Lifestyle des Lifestyles. Das Johnzimmer, mein Zimmer ist gerade auch nicht das Beste. Nur der Gaming-Teil von unserem Haus, beziehungsweise da, wo wir immer aufnehmen, ist so ziemlich cool. Aber wir versuchen mal jetzt hier ein bisschen was aufzuhübschen und sehen uns dann später. Passt auf euch auf. So Leute, der Monitor wird abgenommen, wird weggebracht und wir warten mal auf Johns Reaktion, wie er reagieren wird, weil er hier arbeitet auch ab und zu, zockt auch ab und zu ein bisschen. Deswegen gucken wir auf seine Reaktion. Was hast du mit meinem Zimmer gemacht? Noch gar nichts. Wie noch? Nein, was? Ich werde nichts machen. Guck mal, warum ist das hier so sauber? Warum sauber? Ich habe nur ein bisschen gestaubt so. Hä? Wo ist mein Monitor? Der ist weg. Wie, der ist weg? Du brauchst ja jetzt Erb, deswegen brauchst du ihn nicht mehr. Ja, aber hä, was, wenn ich nach Hause komme? Da darf ich dann nicht zocken? Egal, geh erstmal raus. Verpiss dich, vielleicht kriegst du ihn wieder später. Hä, aber weg mit dir, raus! Boah, was willst du denn raus? Geh ist raus. Ist das dein Haus oder was? Ja. Mann, Junge, lass mich einfach in Ruhe, Alter. Ich gehe auch raus. Hä, was heute wegen dem Monitor so rum? Aber jetzt geht's an die kleine Überraschung. Die Leute, ich sag's euch nochmal, es ist nicht extrem, aber es ist schon was Schönes. Weil der PC hat knapp 2,5 gekostet. Nur der Monitor und so ist noch nicht angekommen, deswegen muss ich den alten Monitor wieder verbauen. Aber ich hol mal die Sachen hoch und dann sehen wir uns gleich. Okay Leute, da John immer leichte Aggressionsprobleme kriegt, wenn er zockt und extrem laut wird, muss ich mich natürlich absichern. Mein Raum ist nebenan. Deswegen haben wir hier ein paar, wie nennt man die, Schaumstoffplatten gekauft. Die befestigen wir jetzt einmal an die Wand mit Schaumstoffkleber. Ich zeige euch einmal, wie das geht. Das braucht ihr, glaube ich, nicht zu wissen. Ihr sprüht hier einmal den Kleber drauf. Das sollte auch eigentlich reichen. Jetzt befestigt ihr die einmal hier an die Wand und es sollten ein, zwei Minuten richtig festkleben. Das Wichtige ist, wenn ihr die zweite Platte dran macht, viele machen das nicht so, die mögen das, sieht nicht cool aus. So, so dran, dann wieder hier so und dann wieder so. Ich würde sagen, ich befestige die jetzt alle einmal und wenn es fertig ist, zeige ich euch schon mal das Ergebnis. Okay, Freunde, so sieht das Ergebnis nach einer halben Stunde aus.
Und ja, guckt euch den hier mal an. Aber hier nach einer halben Stunde sieht es jetzt so aus, ich finde es ziemlich gelungen. Und ja, als nächstes geht's auf die Wand auf der anderen Seite. Und dafür habe ich diese riesen Schaumstoffteile geholt. Oh mein Gott, die ich jetzt erstmal auspacken werde und an diese Wand befestigen werde. Bis gleich. Okay, Freunde, diese Teile sind, glaube ich, in etwas zu lang geraten. Ich stelle jetzt einfach die Kamera auf und arbeite mal ein bisschen. Die Wand ist ready, wurde gemacht. Und was wünsche ich nicht jeder Gamer? Okay, wünsche ich nicht jeder Gamer, aber trotzdem. Eine LED-Wolke. Dazu haben wir jetzt richtig viel Watte besorgt. Und LED-Streifen, die sich bewegen, wenn ich rede. Ich bin still, es tut sich nichts. Ich rede, es bewegt sich. Guck mal, wie geil das so aussieht. Wenn wir gleich noch das Licht ausmachen, wird es einfach extrem geil aussehen. Was ihr dafür braucht, ich helfe euch ein bisschen, ist wieder Sprühkleber. Den Sprühkleber ordentlich hier drauf versprühen, keine Angst haben, ordentlich drauf, kurz abwarten, dass er sich ein bisschen anhaften kann und danach kann ihr ruhig ordentlich Watte gleich drauf. Wir warten noch eine halbe Minute, die Watte hier drauf und das macht ihr jetzt den ganzen LED-Weg sozusagen lang und wir zeigen euch gleich einmal das Ergebnis. Bis gleich, Freunde. Okay, Leute, da unten brauchen wir keine Watte dran zu machen, weil da kommt gleich wieder das Bett vor. Guckt euch das mal an, wie das aussieht. Oh mein Gott. Das sieht so geisteskrank aus, jetzt mal im Ernst. Guckt euch das mal an. Oh, hallo, was geht, YouTube? Oh mein Gott, jetzt mal im Ernst. Geisteskrank. Ich kann jetzt wieder die Softbox anmachen, weil jetzt sieht es nicht mehr so geil aus. Und ja, jetzt bauen wir den PC zusammen auf. Okay, Leute, wir kommen mit zum Prachtstück von dem Zimmer. Der neue PC. Okay, Leute, der PC. Es ist endlich soweit. Wir haben hier ein Ryzen 7 verbaut. Eine 3080 oder 3090 Grafikkarte, weiß ich nicht mehr. Und ja, das sind so eigentlich die wichtigsten Sachen, die man braucht. Ne? Ein Tomahawk 450 oder 540 Mainboard. Und hier ist das gute Stück. Ne? Wir packen es mal aus und melden uns gleich. Okay, ich hoffe, man erkennt es. So sieht der PC jetzt aus. Eigentlich ziemlich fresh. Ja, Gehäuse hat keine RGB hier vorne. Also keine RGB-Beleuchtung. Aber drin sieht er halt umso fresher aus. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Ich würde sagen, ihr kriegt jetzt ein Bild vom gesamten Zimmer, wie das jetzt aussieht. Wie gesagt, ist nicht das krasseste Zimmer, aber es wurde ein bisschen was gemacht. Und bis gleich. Okay, okay, Leute, kleines Problem. John ist jetzt gekommen und ich bin hier gerade noch alles am Einstellen. Guck mal hier, wie das gerade aussieht. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich gleich reagieren soll, wenn er reinkommt. So sieht es hier jetzt aus. Ich habe hier natürlich die beste Tastatur auf dem Markt, die es gibt. Monitor fehlt leider noch einer. Da wird jetzt einer kommen. Hier wird noch ein Mousepad dazukommen. Noch ein Monitor und... Was macht denn mein Zimmer, ja? Hä? Hey, was ist das? Wie, was ist das? Ist der neu? Nein, der ist gebraucht. Wie sieht der aus? Guck mal, wie geil das aussieht. Hä? Der ist ja wirklich neu. Hast du das am Geruch erkannt oder was? Ja, sonst wird der nach Staub riechen. Weißt du, wo ist der? Ist noch nicht mal eingestellt. Und alles. Und, weißt du, warte, das Licht gerade. Hä? Und, was ist das? Was? Das sieht doch übel geil aus, oder nicht? Warte, wir müssen Licht aus. Ich mach mir das Licht auch mal aus. Das sieht schon geil aus, vielen ne? Vielen Dank, Zimmer. Nur meins ist besser, Ordnung. Findest du? Ja, mein Zimmer ist geiler als deins. Ja, geht, keine Ahnung. Hast du deswegen mein PC? Nein. Den Monitor abgemacht. Ja, weißt du, was das Problem ist? Ich habe dir auch noch einen Monitor bestellt. 144 Hertz Monitor, der ist noch nicht angekommen. Deswegen hast du nur einen Monitor momentan. Der ist 60 Hertz, ne? Ja, das ist gerade ein 60 Hertz. Das ist halt so, falls du streamst. Streamst du denn bald wieder? Ich stream doch immer, Olom. Ihr kommt aber nie vorbei. Auf Twitch, ne? Ja, auf Twitch, die checken das gar nicht. Rick Brothers Gaming, Rick check mal ab. Nein, nee, Rick Brothers. Nur Rick Brothers. Ich bin zwar nicht täglich, aber ich stream jeden Cup, ne, Abel? Ja, ich glaube schon. Mit diesem PC. Bist du safe earning sollen, ne? Nein, aber werde ich vielleicht auch Daily streamen, wer weiß. Also ich versuch's dann. Oh mein Gott, Junge, wie geil. Komm, ich finde das sieht unnormal geil aus. Ist das kühler? Ich bin verliebt. Das ist viel kühler. Was ist das dann?
Und was? Ich kenne mich mit PCs. Warte mal, Leute, kennt ihr mit PCs aus? Ich habe eigentlich eine Wasserkühlung bestellt. Wo ist denn hier eine Wasserkühlung? Ich glaube, du hast nur eine Kühlung bestellt, dann vielleicht. Kraken-Wasserkühlung, ich bin zu 1 Million% sicher. Ich guck gleich mal auf die Rechnung. Ich glaube, die hatten das einfach nicht mehr da und das einfach verbaut. Oh, shit. Aber braucht man eine Wasser... Egal, Olo, wie geil sieht der aus? Scheiß mal auf die Wasserkühlung. Komm, wie geil der ist. Junge, lass mich mal... Ach, der ist ja 60 Hertz. Egal, lass mich mal zocken. Willst du eine Runde zocken? Komm, ich zocken. Willst du den Leuten zeigen? Soll ich zeigen? Weiß ich, musst du wissen. Mir egal. Ja? Ich zocke gerne auf diesem PC. Dann kriegt ihr gleich ein Video, wie Jan eine Runde Fortnite, denke ich mal, auf zockt. Du wirst aber erstmal vorher duschen. Du stinkst. Echt? Der PC ist neu, die duschen. Ich geh gerne duschen für den PC. Ciao. Okay, Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle. John macht jetzt noch ein kleines Gameplay dazu, denke ich mal, was nicht lange gehen wird. Abonniert unseren Gaming-Kanal, abonniert meinen Kanal, abonniert diesen Kanal. Und ja, ich hoffe mal nicht, dass das Licht jetzt gerade stört. Und passt auf euch auf. Ciao. Okay, ich war jetzt duschen. Wir haben natürlich Misty Meadows, weil das meine Hut ist. All of you, ihr wisst Bescheid. Und Leute, ich zock zwar gerade auf der 75 Hertz Monitor, aber ich merke gerade unnormal krass, wie clean das ist. Auch wenn es nur 150 Hertz ist, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Input Delay ist, aber Digga, das ist so clean. Alles ist viel schneller, das hört sich alles viel schneller an. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Das ist so ein geiles Gefühl, gerade zu zocken. Das macht gerade richtig Bock. Oh mein Gott, Digga. Easy, Olum, was denkt ihr, wer ihr seid? Lan, John Wick is in the hood, Olum, Misty Meadows gehört mir. Olum, du bist kein Gegner, was machst du denn, Misty, Lan? Misty ist nur für die wahren G-Star, was hast du, das weißt du, glaube ich, noch gar nicht. Das war ein Bot, hä? Was hat der gemacht? Was für Paint? Olum, egal, Lan. Ich bin der King, Olum. Was sind das für lustige Gegner, Lan? Einfach der Beste. Was macht der? Oh, wie viel Leben hat der? Let's go! Direkt Sieg holt. Let's go, Leute. Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das war jetzt meine erste Runde auf dem neuen PC. Leute, der PC ist immer zu krank. Gebt den Creator-Code Janwick im Itemshop sein. Und dann würde ich schon sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit.